Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge mit der kleinen Zippo. Heute widmen wir uns mal wieder ein Oldschool-Spiel, der Hunter Classic, weil es geht aus dem einen Grund, sie haben das Spiel komplett free-to-play gemacht. Ja, du musst jetzt keine Monatsabos, Jahresabo etc. mehr kaufen. Früher war für Gäste nur täglich irgendwas, jetzt ist alles frei, auch wenn es steht nur für Gäste. Es gibt kein Abo mehr. Sie haben das 10-Jährige, sie haben es komplett abgegeben an das schöne Steam. Von ihnen selbst gibt es nichts mehr, du kannst du mir bei Steam runterladen, weil sie ein neues Kaufkonzept machen. Und ich habe gedacht, ich mache mal ein kleines Video darüber, ich habe schon auch länger nicht mehr gezockt. Da habe ich gedacht, ich gehe mal auf Hirschfelden und gehe mal auf Kanadagänse. Wie gesagt, Schrotflinte mit entweder zwei Schuss oder einen starken Schuss für Hirsch und Co. Und dann habe ich noch eine Handarmbrust mit, die gibt es eigentlich auch schon länger, also eigentlich seit Halloween, mit Silberpfeilen, aber du kannst es so viel Kleinwild, Fuchs, Kojote, Gänse, also Kleinwild alles nehmen, Fasan und Co. Ich sage es im Vorhinein, ich schneide meine Videos nicht, meine Videos dauern 10 bis 15 Minuten, falls nichts passieren würde in dem Video, würde ich es niemals hochladen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Fun. Schauen wir mal, ob wir ein paar Gänse runterkriegen. Ich habe so einige Sachen gehört von Leuten, ob stimmt, weiß ich nicht. Angeblich kommen die wild jetzt viel mehr. Dass zum Beispiel Gänse und so, dass sie schneller runterkommen, weil das war halt, es war öfter der Fall, dass zum Beispiel 3 bis 4 Schwärme gekommen sind. Die 3 bis 4 Schwärme sind maximal ein Schwamm runtergekommen überhaupt. Und mal schauen, ob ich mich hier ein besseres Bellian kann. Wie gesagt, es gibt hier in Hirschfelden für Kanada ganz sehr gute Plätze. Ich kann euch ein paar markieren, da bin jetzt halt ich. Der Platz finde ich ist sehr gut. Der Platz ist sehr gut. Hier oben geht auch noch. Ihr könnt es hier auch probieren, aber ihr habt hier mehr andere Wild als sonst irgendwas und der Rest ist sowieso ganz normal. Also desto näher beim Wasser, desto besser ist es. Und von der Zeit her, wann was kommt, das kann ich nicht beantworten, weil du wirst dir niemals sagen, gut, Gänse und so, Dämmerung und seit ich habe ich genau schon so um 14 Uhr geschossen wie um 18 Uhr, also das ist echt, ja. Na gucken wir mal, holen wir mal eine Runde. Wie gesagt, meinen kleinen Rack habe ich auch dabei, der was mir die Beute ranbringt. Ja, 2 Stück kommen schon. Bin ich neugierig, ob die runterkommen. Ja, sie kommen wirklich. Okay, dann gleich Kohl wechseln. Oh, die muss ich mir schnell schnappen, weil da kommt noch was. Na kommt her. Ob die noch umdrehen? Nee, sieht nicht so aus.
Was ich komplett vergessen habe zum Sagen, du kannst jetzt Waffen kaufen und allgemein alles Munition und Co. mit echtem Geld, das musst du noch immer aufladen, wenn du willst, oder mit Spielgeld. Und für jedes Tier, was du jetzt schießt, kannst du dir aussuchen, echtes Geld oder Spielgeld. Der Unterschied ist zum Beispiel beim Spielgeld, sagen wir jetzt für 30 Schuss Beispiel 88 echtes Geld oder 1000, sagen wir jetzt 1500 Spielgeld. Und da seht ihr es. Nehme ich es oder nehme ich nehme nämlich das Spielgeld. So. Nächste Gans. Ich glaube, zwei habe ich geschossen. Ja, zwei waren es. Ich bin zu faul zum Laufen. Ja, ein Hund, der ist schon Level 50. So, dann werden wir noch mal das Glück probieren. Ich hoffe, es bleibt nicht bei zwei Abschüsse. Wäre jetzt ein bisschen blöd für ein 10 Minuten Video, weil 10 Minuten hatte ich vor. Also, was ich noch sagen wollte, wenn ihr jetzt glaubt, auch wenn das Spiel komplett free to play ist, so, ich gehe jetzt mitten im Wald und knall alles wahllos ab. Das könnt ihr den Spiel komplett vergessen. Weil wie gesagt, es ist immer noch ein Simulator und ja, und Simulator ist sehr nah am Real Life angepasst. Es wäre schon schön, wenn noch ein Schwarm kommen würde. Aber ich habe, glaube ich, ja, Dämmerung. Na egal. Das ist das. Das Video dauert jetzt schon ein paar Minuten und ihr seht. Ein Schwarm, zwei Gänse. Also nicht wirklich noch einmal, nicht glauben, gut, ich gehe jetzt daher, schieße 100 Gänse in 10 Minuten und dann habe ich meine Punkte erreicht. So ist das auch nicht. Das ist, ich habe eine Jagdbrille auf, falls Sonne ist, dass ich es dämpfen kann. Also erschreckt euch nicht, wenn ich das mag. Ja, wieder drei Stück. Ich hoffe, die kommen runter. Ja, die kommen. Ich lasse absichtlich eine Schleife fliegen. Ja, let's go. Ja, es macht schon Fun irgendwie. Mal was anderes. Na, einer soll er holen. Eine hole ich. Welche nimmt er? Gut, dann nehme ich die andere. Ich meine, ihr braucht die ganzen Attrappen nicht unbedingt, aber ich gebe euch einen Tipp. An Kohl solltet ihr auf jeden Fall haben. Ihr braucht nicht beide Kohls, aber den zum Anlocken. Echt? So.
Ich hoffe, ich habe euch ein paar Tipps geben können mit dem Video, auch wenn es leider nur ein paar 6 Schüsse waren, also 6 Gänse. Aber ich wollte eigentlich nur den Eindruck sagen, dass es alles free to play ist und wenn wer Lust hat oder so, kann er es runterladen und antesten und wenn wer Bock hat, kann er mich auch anschreiben. Ich würde ihm auch einige Tricks zeigen oder ein paar Infos geben, wenn wer Lust hat. Ich wollte gerade das aufhören, aber ich höre jetzt noch eine Horde, ein Schwarm. Ich glaube, den nehmen wir noch mit, falls er runterkommt. Na komm schon. Kommt sogar noch ein zweiter Schwarm. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt Glück habe, kommen jetzt alle auf einmal. Dann weiß ich nicht, auf was ich schießen soll. Na kommt. Das gibt es ja nicht, oder? Ja, das war ein Wort mit X, das war wohl nix. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel, was ich meine. Es ist nicht jeden Tag Sonntag, ja, alles kommt runter, ich ball alles ab. Ihr habt das jetzt selber gesehen, es waren ungefähr, weiß ich nicht, sagen wir 10. Und die haben mich komplett ignoriert, also noch einmal, das ist ein Simulator, mein Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ich hoffe, ich habe euch ein paar Infos geben können. Falls ihr gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn nicht, dann Daumen nach unten. Ich freue mich für jedes Abo, ich freue mich für jeden Kommentar. Zippo, bis zum nächsten Mal, Peace.